Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft. Ist in Folge 569. Jo, zu mir. Und wir sind gerade dabei, die neue, schöne, wunderbare Moosfarm zu bauen. Wir bepowern jetzt gerade nochmal ein, zwei Mal den ganzen hier. Und, können dann nämlich googeln einmal. Oh, das wollen wir nicht. Die ganz schnell wieder zurück. Super, dann können wir gerade schlafen. Googeln, dass wir ja auch das hinkriegen. So, jetzt müssen wir nur mal kurz einmal abzählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das bedeutet, hier entsteht der neue Kabel. Das heißt, hier das ist richtig. Ja. Ja, so richtig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier entsteht der neue Cobblestone, der wiederum verschoben wird von den Pisten, den ich hier irgendwo habe. Genau, und zwar dem. Dem und dem. Und dem. Dass wir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, 7 haben. Das passt, das würde auch bedeuten, dass hier, wo der Kabel entsteht, ein Ofen hinkommt. Also quasi hierhin. Ich kann nur noch einen machen, das ist doof. Und zwar hierhin. Spielt ja gar keine Rolle, in welche Richtung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch, passt. Gibt es zwar keine Mitte, aber es passt. Dann sind wir nämlich hier noch eins weiter. Richtig? Nö. Warte mal, das kontrollieren wir jetzt einfach mal into my Testwelt. So, da sind wir nämlich. So, welche Farben? Ist egal. Wir sind in einem Chunk. Da sind wir hier ganz außen und wir sind hier ganz außen. Okay. Dann sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die sind trotzdem 8. Ach, weil das sind das 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, wo die Öfen sind. Gut, 4, wo die Öfen sind. Ah, ne, hier wollte ich gar nicht rein. Da wollte ich rein. Das passt. 1, 2, 3, 4, wo die Öfen sind. Das heißt, wir sind tatsächlich mit der Linie auch ganz außen. Das heißt, wir sind tatsächlich hier. Aber wie kommen wir denn? Die sind doch quadratisch, die Chunks. Naja, gut. Wird schon seine Richtigkeit so haben. Wo haben wir denn jetzt die Pistons wieder? Pisten, 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 Pisten. Ich nix sehen. Ich komme auch nicht irgendwo dran. So, wer sucht, der findet. Ich aber nicht. Ach, da oben. Das heißt, wir müssen quasi da. Nee, nicht da.
Ja, genau, das macht schon Sinn. Dass die Öfen. Jetzt müssen wir erst noch mal kurz ein paar Öfen machen. Und dann können wir die gleich wieder ein bisschen rauspowern. So, Furnaces, 3 Stück. Das reicht auch nie im Leben. Ja gut, jetzt haben wir 4 eigentlich, theoretisch. Das bedeutet, wir brauchen ein Furnace hier, 2 hier und ein da. Das nämlich jetzt mit Glas. Also hier wird, warte mal, machen wir anders. Wir machen es wieder wie eben. Wir setzen hier. Und wir setzen hier auch nochmal ein Wasser hin. Wobei das eigentlich nicht nötig wäre. Und da. Stopp, da eins zu viel. So, holen wir jetzt mal Wasser. Ja, der ist auch. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. Dann kommt der dahin und der dahin. Hier kommt gar nichts hin, eigentlich. Was habe ich eigentlich hier hingebaut? Oh, Glas habe ich natürlich hingebaut. Okay, dann bauen wir auch Glas da rein. Dann sieht man nachher nämlich schön, ob da irgendwas arbeitet oder nicht. Glas, 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 Glas. Hey, hier mal ein bisschen Eigenwerbung. Dir gefällt das Video, dann lass doch einfach eine positive Bewertung da unter dem Video. Oder kannst auch gerade einen Kommentar schreiben. Oder wenn dir der ganze Kanal gefällt, dann lass doch einfach ein Abo da. Das ist gar nicht schwer. Du musst einfach nur runterscrollen und auf Abonnieren drücken. Und dann kannst du alle Videos von mir angucken. Du verpasst keins mehr. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochlade, bekommst du eine kleine Mitteilung. Und dann kannst du dich schon mal gespannt an die Folge setzen. Dankeschön. So. Hier wird ja nachher dann der Cobblestone reingeschoben. Genau, und zwar so. Richtig. Da wird der Cobble reingeschoben. Das heißt, jetzt bauen wir einfach mal hier so eine Linie. Und dann bauen wir gleich. So, jetzt haben wir wieder die Sägetouch, die wir nicht verwechseln. Da kommt noch ein Wasser rein, bevor ich das nicht mache. So. Das heißt, hier kommt Glas rein. So, da kommt Glas, da kommt Glas, da kommt Glas, sobald ich das abgebaut habe und eingesammelt habe. Und dann haben wir. Egal, das eine kann weg. So, jetzt dürften wir theoretisch gesehen überall Lava haben. So. Und ob wir richtig sehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Machen wir da jetzt einen Koppel dabei. Naja gut, das ist hoffentlich nachher vom Timing aufgehoben. So hatten wir den, haben wir jetzt ganz vergessen. Ne? So, das bedeutet, wir könnten jetzt theoretisch die Glock bauen. Das bedeutet, die Glock, die wird hier ganz am.
Warum habe ich denn so viel Platz eigentlich? Warum habe ich so viel Platz? Ja, wobei, hier kommt ja jetzt noch der... Ah, ich weiß, warum ich so viel Platz habe. Ich habe den einen... Der hier kommt hier nicht hin. Okay, gut. Dann hätten wir das doch geklärt. Einmal Lava. Das ist die Sig Touch. Und dann können wir den mal abbauen. Der kommt hier nämlich nicht hin. Der kommt nämlich hier hin. Und zwar kommt hier ein Wasser hin, genau. Nee. So, jetzt da kommt ein Wasser hin. Ah nee, genau, hier kommt gleich noch ein Ofen hin. Dann kommt hier. Da kommt was hin. Und bevor ich den hier platziere, muss der noch weg, weil hier muss noch ein normaler Piston, ne, nicht so rum. Nicht so rum, sondern, hallo, lass mich raus. Ach komm, ich glaube, ich kann den so nicht platzieren. Sondern so rum. Ne, da kommt auch gar keiner hin. I, aber der kommt hier hin. Super, super, super. Das bedeutet hier einmal Spur hin. Die geht, glaube ich, hier lang. Oder hier lang. Ist ja auch erstmal egal. Warte mal, wir müssen dann hier einmal... Hier wird die Spur drauf gebaut. Das Ganze, was das mit den Mechanismus nachher startet und schließt und stoppt und abzählt, das kommt alles gleich da ein. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.